Ein herzliches Grüß Gott zur blauen Stunde Männerrunde. Heute muss ich beinahe sagen, hallo und Servus und Olé. Kein Mensch redet darüber, dass das Finanzamt immer mehr Kompetenzen bekommt und man in Deutschland inzwischen jemanden umbringen kann. Dann haben sie noch Rechte. Wenn sie aber der Steuerhinterziehung verdächtigt werden, haben sie überhaupt keine Rechte mehr. Das ist richtig. Und dass da ein Riesenmoloch entsteht, der überhaupt nicht mehr kontrolliert wird. Eine ganz tolle Leistung der griechischen Nationalmannschaft war ja, dass sie ihre Prämie, die sie für das Erreichen des Achtelfinals erhalten haben, nicht angenommen haben, sondern dem Innenminister, glaube ich, gesagt haben, das soll bitte für die Infrastruktur für einen Trainingsplatz aufgewendet werden. Sensationell, wusste ich gar nicht. Ja. Ja gut, Neuer ist natürlich momentan, der setzt halt das absolute Beispiel für das moderne Torwartspiel. Das ist so weit, wie das Torwartspiel ist. Und ich habe Spiele von dir gesehen, du läufst auch immer ziemlich weit raus. Wenn da ein guter Stürmer ist, der hat halt drüber, gell? Ich war auch immer viel draußen, aber halt nicht auf dem Niveau wie Manuel Neuer. Vor allem konnte ich mich nicht gucken, wie er. Costa hat jahrelang, zwei Jahre, extremst gelitten an einem Bandscheibenschmerz, der Vorfall, eigentlich ein Vorfall, der nicht operativ war. Also er war ja in zwei Kliniken, wollte sich operieren lassen. Kam natürlich die Ungerechtigkeit der Medien dazu. Ich nehme es mal in den Mund, Arsch im Gesicht, Schönheitsoperationen und solche Geschichten. Und natürlich muss man auch sagen, dass die Schönheitschirurgie schon auch ein bisschen eingreift in Gesellschaft, also ist heute Mainstream. Das heißt, es ist heute nicht mehr die Chirurgie der Reichen und Schönen. Na, wie kann eine so unterirdische Sendung, wo es nur ein Brustbild gibt, ja, was? Das kann nie Millionen faszinieren. Das erzählt nur der, das Programm sich einbildet. Weil der steht auf etwas 85. Was überprüfen das denn in ihrer Werbung? Qualifizierter Quatsch, den du da redest. Nein, nein, ich sage dir eins, die Menschen, alle hier, alle, die wollen nicht negativ nur lesen, weil ja genug negativ ist, wenn du im Fernsehen guckst, die Nachricht hier, Krieg dort, Krieg hier, Krieg dort, Krieg. Jetzt wollen sie nicht wissen, verstehst du, ob du deine Frau sagst, ich habe, wenn der einmal Krach mit deiner Frau Roberto. Hat, er hat Krach mit seiner Frau, Roberto. Was interessiert das in der Tier?